An all meine muslimischen Mitbürger, ich wünsche euch allen da draußen ein gesegnetes Ramadan. Rebchadi, Navim Pakwa und Navimji Chapua. Am Dukurken und am Chuken. Respekt an alle Frauen, die das machen und es ist nicht einfach sowas. Hallo, na? Hallo! Du lebst ja auch noch! Ich dachte, du drehst keine Videos mehr. Willkommen zu Basler Küche. Rami, komm, ich zeig dir was. Was willst du mir zeigen? Ich habe Mast gemacht, ne? Joghurt. Joghurt, gestern Abend habe ich das gemacht. Selbstgemachtes Joghurt. Wofür hast du Tampo drauf, Mama? Da besteh, oder richtig. Damit das so fest und hart genau. wird, das Joghurt. Und heute ein Tag bleibt so, morgen damit besteh. Ah, okay, ich verstehe. Ja, auf jeden Fall heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video, meine Freunde, mit meiner Mama zusammen. Heute gibt es sehr, sehr, sehr leckeres Essen. Ihr habt es schon im Titel oder schon im Thumbnail gesehen. Jeder macht das für sich selber, Freunde. Beurteilt keine anderen Leute. Also, wir haben Sommer und Respekt, Rasti. Ehrlich, 30 Tage. 30 Tage lang, das würde ich weiß nicht, ich ob ich das schaffen würde. Immer nach Rojina mag in seiner Quatsch nageln, Latina. Ja, Mann. Also nur 9 Tage und nicht zusammen, und trotzdem hingrenne nageln. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, die Videos, da ihr, glaube ich, die einen haben um 21 Uhr, die einen um 21.15 Uhr. Ich weiß die genauen Uhrzeiten nicht, Freunde. Und ja, während ihr unser Video guckt, könnt ihr euer Essen zum Iftar machen. Okay? Also, Freunde, wir fangen jetzt hier mit den Lahmacuns an. Und let's go! Aber wir haben den Check hier schon. Also, ich habe extra so Check und Daumen bewegen, oder sie die Hand durch halt nachhaben. Ah, du machst extra nochmal, damit du das siehst. Dann machst du das zusammen. Genau. Extra fürs Video. Also, ich habe ja bitte mit meinem Check. Du zeigst dir, wie du das gemacht hast. Genau. Okay, Mama, dann würde ich sagen, du machst erstmal deine ganzen Sachen klein. Ja? Ja. Und dann sehen wir es einfach gleich, wenn du die alle klein gemacht hast. Also, ich habe ja. هم میچک تشتی خود خود مادی دیشو هر بیشیم بیمام چی و چی کری نه هبی ایوه از شانی آبین بیمار چی چی از هم میچک خوشک از مرصفه خودین اونها Wir haben jetzt uns verhackt, das kommt alles genau daneben und dann zeige ich dir, was ist alles drin. Ey, dann hau ich dir jetzt einen schönen Beat rein. Eins, zwei. Was denn? Weißt du was? Was denn? Wir haben was vergessen. Was denn, Mama? Erstmal, damit ich dich auch lassen bücken, wir haben Teig vergessen. Nicht dein Ernst. Oh. Wie kannst du bitte das Erstmal Teig vergessen? Erstmal Teig machen und danach haben wir dann Kirche gegeben. Oh je. Yeah. Und ich bin fast fertig, aber erstmal damit so lassen bücken, weil ich muss noch Petersilie schneiden, also Gewürze noch bücken dabei. Oder erstmal Teig von Chicken. Oh, du hast dich echt den Teig vergessen, lassen oder? Lassen wir so, ich wüsste. Lassen wir erstmal so. Zeigen danach ist auch beschäftigt bücken, weißt du? Zeigen wir später. Genau. Erstmal Teige von Chicken. Okay, ja. Das ist hier Paket A-Chicken. Okay. Und Paket Backpulver. Ein Paket Backpulver, drei Pakete Mehl. Salz. Wie viel Salz? Der drei Dings, glaube ich, 2,5 Löffel. 200 Löffel. Mhm. Salz kommt rein. Esslöffel. Und Esslöffel. Und ein Teeglas Öl kommt rein. Okay. Teeglas Öl. Und was kommt noch rein? Nicht vergessen. Nein. Hefe, Backpulver, Salz, Teeglas Öl und mache ich mit lauwarmes Wasser. Aha, okay, dann machen wir viel Spaß.
هذه ترشيخها مكربو بوزاي وقشة ومدالي يخص من الفردينا نربو وعنفح مكرنا هذه Du hast das im Gefrierschrank gehabt? Deswegen sieht so aus, ne? Ah, du hast den Hefe im Gefrierschrank gehabt. Genau, weil gibt es kein Hefe mehr, weißt du? Ich habe früher vor allem so viel gekauft und Gefrier reingekauft. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich mich sehr gefreut habe. Aber Lauma, ja, ja, Schirgelmia auf. Guck mal, ich habe Gurki. Ich habe Birtisch und Chue und Backtumba und Seit. Lauwarmes Wasser, ne? Genau. Wie viel hast du ungefähr reingemacht? Warum hast du dich gemessen, Mama? Du wirst nicht normal. Die Leute wissen noch nicht, wie Wasser da reingemacht hast. Das sieht so aus am Ende, Freunde. Genau. Ist fertig, bleiben wir so, bitte. Hat er so ungefähr 45 Minuten schwer. Ich da kein Schlupfen, ich habe keine Zeit, ich habe schwer. Oh, wir haben es alle wieder. Ich gehe hier wieder im Rasai. Hey, was machst du, Mann? Also, er hat eine Würde. Ich gehe hier, ich habe eine Fede. Einfach so Decke drauf, ne? Genau, seit 4-5 Tagen. Wir haben kein Video gemacht, weil Sami war krank. Ja? Ja, ich mache jetzt gerade mit Rami und gucken wir. Wie das geht, ob das seid ihr zufrieden oder nicht. Okay. Ja, Freunde, ich muss ja geduldigen. Der junge Mann hat leider Corona. Nein, Spaß, Freunde. Er ist wach geworden. Er hat Angst bekommen, dass er in die Kommentare schreibt, dass er Corona hat. Der hat eine Mandelentzündung. Und der ist komplett am Arsch gerade hier. Seit 4 Tagen ungefähr. Schreibt mal in die Kommentare. Leute, ich bin auf jeden Fall krank und ich habe Fieber gehabt, Mandelentzündung. Ist kein Corona und ich wünsche alle, wie mein Bruder schon gesagt hat, meine muslimischen Freunde ein gesegnetes, schönes, angenehmes Ramadan. Ja, und die Zeit schafft ihr. Und Leute, wenn ich fit bin, ne, es wird jeden Tag ein Video kommen. Schöne Grüße. Also gut, Mama? Jeden Tag ein Video. Aber kein einfacher Video schieben. Das ist nicht einfach. Das ist anstrengend, Bro. Der Anstrenger. Du hast Hackfleisch. Du hast Zwiebeln. Du hast Paprika. Grün und Rot. Da hast du Tomaten gemixt? Ja, das sind Tomaten. Hier hast du? Knoblauch. Ja. Petersilie? Petersilie kommt rein. Ja. Direkt ein bisschen. Tomatenmark. 2 Löffel, ha? Hm? Dein Paprikamark aus der Türkei? Genau. Was alle haben wollen. Egal, und die Paprika mag ja, aber habe ich vor Seite bekannt. Seite Rassi, Gelki, auf Seite ein Garten, Horna, Hojigen, Haljanaji. Ja, guck mal, es ist ein Legikum, Chihuana, Chigun, Gozeite, Lekin, Beschwar, Lekin, Beseite. Rangi, Horni, Hoschki, Gelki, Tahmai, Hosha. Ganz genau. Also, ich habe die Seite in Hoiden, Bardum Navi, und als ich Seite habe, was bekommen wir, als ich Kim, Kumasel Navi. So, das ist Paprika mag. So sieht das Ganze dann am Ende aus. Und jetzt rührst du das einfach gleich, ne? Jetzt Salz kommt rein, weil ich sag mal. Ach, Salz auch noch. Das ist unglaublich, diese Zutaten, Alter. Unglaublich. Also das ist normal, wenn man das jeder Hausfrau das nicht kann. Doch, Karabiber kommt rein. Deswegen, also Respekt. Rote Pulver kommt rein. Respekt an alle Frauen, die das machen. Und es ist nicht einfach sowas. Guck mal, wie viele Sachen du achten musst. Lach mal schon. Aber Geschmackssache, ja, Khadi. Hühnerbrühe, da haben wir Geld gegeben, was wir Geld können nach, na, was können wir? Da haben wir Geld gegeben, was wir Seid. Ohne Öl. Ohne Sonderblumenöl. Das muss Sonderblumenöl dabei sein. Habt ihr gehört, Freunde? Ja. Sonderblumenöl muss dabei sein. Das ist Pulver. Das ist extra Chili. Lass mal schon gerettet, ich gebe dir schon. Haben wir was vergessen? Ich hoffe nicht. Ich tue kein Nachnach rein. Das stimmt auch, Chekri.
schwarze Pfeffer, Karabibera. Ab Isota Sorbo. Ab Zeitio. Ab Darmani Majibo. Isota. Aber Isota Bu. Aber Bajana Bu. Und Huebu. Und Gurste Kime, Sira, Bajan mit Mixeriker, rote Paprika, grüne Paprika, türkische, ne? Und Zwiebel und Petersilie. Schreiben wir alles in die Kommentare und unter dem Video, Freunde, haben wir das Rezept. Okay? Genau. Alles klar. Freunde, das hat sie extra für euch gemacht, ne, damit ihr seht, wie das geht. Genau. Aber das habe ich gestern gemacht und ich habe gebärigen gecheckt, hier kostet. Habt ihr gehört? Ich habe Zinke und Rangiger, die kostet, und Lot haben kostet. Das ist genau gleich, ne, gleiche Rani. 1:1. Genau. Wenn ihr es einen Tag vorher macht, wird es noch leckerer. Genau. Siehst du, sie haben mich gebacken, habe gemischt bekommen, haben wir noch. Das riecht ja schon so lecker, Mama, ne? Das riecht so lecker, Wallah. So machst du immer? So machst du. Ich mach immer so, siehst du? Man sagt, Augen isst mit. Einfach so, warum ja nicht immer so tablich habe, wo man mal die Kinder jeder, wo man nach Hause kann. So richtig frisch. Ich habe keine Butschikufte, ne? Ja, Mama, das ist unglaublich. Sieht so schön aus, Mama. Echt? So. Fertig. Wow. Das kommt auch Deko rein. Siehst du? Und. Frischfolie, also sie haben einpacken bekommen, hatta habe die Motorschwibbe, da haben wir die Kirchhoschwibbe. Einfach mit Frischfolie. Jetzt checken wir die Bemine, Koschkirchen. Ich mache jetzt Krausalat. Okay. Und danach machen wir Tzatziki, weil wir haben schon eine Tzatziki, schmierig. Und Krausalat ist auch da drin, ist richtig lecker. Aha. Und das kommt an die Schora Chayara. Tomatenscheiben, Schwarzschneiden bekennen. Aha. Guck mal, wie ich mache jetzt gerade. Aha, okay, ich habe verstanden. Hast du verstanden? Also Chiyar willst du schneiden, sagst du? Tomaten, Mann, Gurken. Das ist die Beste. Nein, wir haben Fehler gemacht. Ich hasse deine Kamera. Was hast du gemacht schon wieder? Mal, siehst du das nicht? Das ist richtig Fehler, den war Opa. Wie? Ich suche mein Messer. Dieses Messer darf nicht da drinnen bleiben. Das ist jetzt wie Hackfleisch geworden. Muss ich scheiben, Herr Chico. Gelb Messer, das ist da. Mama, du bist nicht normal. Meine Fresse, ey. Oh Gott. Ja, guck mal. Das ist so fein geworden. Ich wollte diesen Salat nicht. Guck mal, dieses Messer. Hui. Das ist scheiße Messer, gelb, das ist da. So willst du das haben? Ja. Aha. So, sag das doch. So willst du das haben? Das wollte ich so nicht so. Geh für mich einkaufen. Was denn? Also es heißt, ich checken aus Chasim Dill. Diese Dill, na wie Dill? Nicht Herz, Dill. Was Dill? Dill, Dill. Kein Petersilie, wie Petersilie, aber das ist kein Petersilie, Dill heißt das. Okay. Ich glaube, Dill heißt das, ja, ja. Na gut, dann geh ich mal Dill kaufen. Bis gleich. Also mal bukrash boi sassi, gemi sassi gechecken. Okay, ciao. Heide. Bist du mal fertig da hinten? Mit deinem Oh, so machen, so machen, so machen, so machen. Die ganze Zeit so machen. Ist dein Teig fertig? Ich glaube, das ist schon fertig. Aber am Chicken. Zeig mal her, dein Teig. Den Lachs. Okay. Ja, ne? Wow. Ich will mal Trajeti. Das reicht, weil wird das immer eben sein, ne? Mm. Wird das immer mal. Okay. Schau mal, ne?
Mach mal deine. Ich mach auch hast du Garten sauber gemacht? Ja. Du bist aber gut. Mach da, Fadi. Freunde, die meisten Kugeln sind jetzt fertig. Wir haben noch ein bisschen Teig übrig. Da sieht ihr es. Sogar sehr viel noch. Aber es ist richtig lecker geworden. Richtig lecker geworden. Alter Schwede. Was für ein Teig. So, wir machen die jetzt fertig, Freunde. Tomaten, Gurken, fertig gemacht. Die hat hier Tzatziki selbst gemacht, Freunde. Ihr seht selber. Tzatziki. Dann hat sie hier noch so einen Salat fertig gemacht für Lahmacun. Und ja, das ist die Kirsche auf der Torte, ne? Ich suche mal diese Backpapier, schwarze. Genau. Schwarze Backpapier. Aha. Das muss hier sein. Nein, ich glaube, da sind drin. Das sind deine selbstgemachten Börek, ne? Mhm. Also so. Wie nennt man die, Mama? Das sind Kurabiya. Mhm. Auf Türkisch heißen Kurabiya. Die sind richtig lecker. Du gehst dann checken mit dem Instagram in der Zitronji. Genau, auf ihr Instagram, Freunde. Wenn ihr noch nicht auf Instagram abonniert habt, dann folgt ihr einmal bitte unten rechts. Nein. Unten rechts hier auf Instagram. Bassenas Küche. Sie muss ihre 10.000 langsam knacken. Hier unten rechts, Bassenas Küche. Gleich bei 10.000. Ganz genau. Oh Mama, was hast du da denn so Schönes? Wow, was hast du zugeschickt bekommen? Wollen wir zeigen? Zeig mal den Leuten, was du zugeschickt bekommen hast. Wow! Liebe Basna, zum Muttertag wünsche ich dir alles Gute. Eure Kochvideos gefallen uns sehr. Mach weiter und eröffne bald deinen eigenen Kanal. Ich hoffe, die kleine persönliche Überraschung ist gelungen. Viel Spaß damit, wünscht euer Dundar Concepto. Dann haben die uns noch so richtig süß paar Süßigkeiten zugeschickt, das Schokolade. Oh. Dankeschön, du Süße. Das ist genau wie du Süß. Vielen Dank. Ganz genau. Ja. Ja. Freunde, falls ihr auch sowas für eure Frau oder für euren Mann, je nachdem, holen wollt, RemyK10 eingeben, da habt ihr nochmal Rabatt, Freunde. Ist alles in der Infobeschreibung. Neko, Torte, was ihr wollt. Checkt auf jeden Fall die Seite ab, Leute. Erster Link in der Bio-Beschreibung. RemyK10 habt ihr direkt ein paar Prozente drauf. Bin ich jetzt? Aber ja, das bist du, Mama. Wer soll das sein? So schöne Frau, das ist die. Also, schnappt euch so ein Ding und ja. Komm mal. Man muss nicht so viel reden, weißt du? Genau. Kurze Rede, lange Sinne. Kurze Rede, langer Sinn. Lange Reden, kurze Sinn. Mama, fängst du jetzt an? Ja, ich habe jetzt schon angefangen. Weil so lange ich muss, kann ich nicht warten. Das dauert zu lange, ne? Aber hat Hunger, ja. Ja. Wow. Mit Löffel machst du das? Ich mache mit Löffel immer. Besser, ne? Besser mit Tende. Das geht einfach so, weiß ich, so schön. So macht die gerade ihre Lachmaschus fertig, Freunde. Sie hat die richtig dünn gemacht, ihr seht es selber. Warum? Weil die hier oben dick werden, versteht ihr? Die werden hier dicker, aber nicht so dick. Guck mal, die sind auch dünn. Ich glaube, ich mag kein Art mit Mehl. Mag ich nicht. Magst du nicht? Weil in Sanem, das ist viel Arbeit und überall Dreck. Das ist so ein bisschen Azeitel. Bin ich auf dem Fall, bei Gopem Nase, ein bisschen Öl und klebt das nicht und das ist einfach sauber. Genau, wir haben da jetzt Alufolie reingetan, Freunde. Damit sie es hier gerne laut, okay? Damit das nicht dreckig wird unten. Gobne Chebu jetzt, Fasalo, einfach nehmen so und schieben da rein. Ganz genau. Und dann eine Minute, eineinhalb Minuten fertig, ne? Genau, das geht so schön. So, und dann macht sie direkt so den nächsten oben drauf. Das ist, damit der Boden hart wird. Von dem Lahmacun. Das ist halt, damit die Oberfläche hart wird. Genau. Also schön knusprig. Halemen, Corona, Friseur. Ich überlege die ganze Zeit nach oben zu gehen, meine Haare schnell zu machen, aber dauert zu lange. Guck mal, wie dünn. Trotzdem, dann kommt dieser Havirin, dieser Napri. Das wird dann automatisch wieder ein bisschen dicker, ja. Euer Teig. Deshalb macht ihn ein bisschen dünner und sobald ihr den oben auf den Ofen legt, wird das komplett wieder groß und dick und was weiß ich. You know what I mean, girls and boys. Aber gut machst du das, Mama. Ich bin echt stolz auf dich. Du bist echt eine fleißige Frau da in der Küche, muss ich echt sagen. Aber wo hast du das denn alles gelernt, Mann? Kannst du den Leuten nicht sagen, wo du das alles gelernt hast?
Kennst du mal von Leuten. Also so wie die deine Videos gucken, hast du auch Videos geguckt? Genau. Was sind deine Favoriten? Ja. Von wem? Wen magst du denn am meisten von YouTuber, die Essen machen? Gerne Ahmed Küche. Ahmed Küche? Ja. Okay. Das ist, er macht auch mit seinem Sohn. Ja. Ui! Scheiße. Komm. Scheiße. Das ist wie von Dino. Weil Rami hat viel geredet. Das geht so schnell. Also Freunde, ihr müsst wirklich wachsam bleiben. Genau. Ihr müsst wachsam bleiben, weil der ist jetzt zum Beispiel hinüber. Dann sehen wir uns gleich, wenn wir die ganzen Lachen mit uns machen. Ich schau dir noch so ein Beat. Alles. Hau mal noch so ein Beat rein, ne? So, das geht nicht. Okay. Also Freunde. Das geht nicht. Eins, zwei, oh hey. Genau, und alle, die gerade Essen machen in der Küche, die Frauen, die gerade Essen machen für Iftar und so, viel Spaß euch allen da draußen. Genau, sehr viele Frauen. Und Ramikoji Ari Mekirasti. Genau, schreibt bitte in die Kommentare, warum postest du Essen, warum postest du, macht es extra absichtlich, extra um 20 Uhr, damit ihr das seht und währenddessen macht ihr euer Essen. Dann habt, könnt ihr um 21 Uhr circa ungefähr essen, Freunde. Versteht ihr, was ich meine? Also seid nicht böse. Genau, versteht ihr? Macht das. Genau, macht das. Sie, ihr guckt das Video heute und macht das morgen am Sonntag für eure Familie in Lahmacun. Können wir jetzt mal was essen gehen? Ja? Du hast ja, du bist ja richtig verkrampft, Mama. Ich brauche die Mädchen gehen. Ja, Mann, voll verspannt. Du musst chillen auf jeden Fall. Du brauchst eine schöne Massage. Reicht. Ja, ich mache den Ausgleich. Auf jeden Fall. So, Freunde, da sind wir angelangt. Wir sind jetzt beim Essen angelangt, Freunde. Ihr habt gerade 20.30 Uhr, 21 Uhr circa, wenn ihr das Video guckt. Auf jeden Fall habt ihr euch auch gleich euer Iftar an alle meine muslimischen Mitbürger. Ich habe hier gerade Tzatziki, Freunde. Mein Lahmacun tune ich jetzt. Wie? Zeige ich euch. Machen wir es gerade drinnen. Hol gerade noch ein paar Teller und so. Ich mache ein bisschen Salat hier drauf, ne Mama? Salat, ne? Schmeckt dabei, oder? Genau, Salat wird nach. Genau, machen wir ein bisschen Salat hier hin. So. Ne? Komm ein bisschen näher, Cousin. Machen wir ein bisschen Tzatziki hier drauf. Schön für den Mundgeruch, Freunde, ist kein Problem. Sowieso Corona-Time, müssen alle zu Hause bleiben. Das stimmt, ne? Ja, so ein bisschen Tzatziki jetzt. Zack. Dann kannst du ein bisschen, dann kannst du Petersilie reintun. Petersilie? Das ist Geschmackssache, Tomaten, ja. Gurken. Okay, habt ihr ein bisschen Tomaten und Gurken, je nachdem wie ihr das machen wollt. Wird Bombe schmecken auf jeden Fall, vertraut. So, und das war's schon, Freunde. Dann würde ich sagen, hauen wir einfach mal rein. Bardones, Zwiebeln, genau. Bardones, Petersilie. Ein bisschen noch. Bisschen Petersilie, schraub nach. So, haben wir ein bisschen noch Bardones, Petersilie. Wie ihr seht, Zwiebeln nicht so gerne. Guck mal, film mich mal. So, und dann klappen wir das Ganze mal zu einfach. So, und wir müssen mal so essen, weil wenn wir das hochtragen, Leute. Mit deinem Teller hochmachen, nimm ja. Deinen Teller. Okay, essen wir so, ja. Freunde, das schmeckt so krank, das ist unglaublich. Warum soll ich pushen oder was weiß ich? Unglaublich. Lecker, ne? Heftig, Mama. So, Mom, hast du auch jetzt dein Lahmacun auf dem Teller? Ja, habe ich auch Lahmacun. So, Mama. Ist jetzt auch. Das ist ein Lahmacun. Das ist ein Lahmacun. Und ich habe ein Lahmacun. Und ich habe ein Lahmacun. Und ich habe ein Und genau, Basnas Küche unten rechts, Instagram Freunde, Remy K unten links und Sammy K ist in der Mitte. Und folgt uns alle auf Instagram, um nichts zu verpassen. Das war's von diesem Video. Liebe Grüße und ich küsse eure Herzen.